Also ganz am Anfang habe ich gar nicht da, also ich habe wirklich jahrelang immer wieder an dem Buch gearbeitet. Also jetzt nicht so, ich weiß nicht in Summe wie lang, aber halt das war so verteilt über Jahre. Deswegen am Anfang habe ich, glaube ich, gar nicht so viel da irgendwie Verbindung hergestellt zu mir. Da kam mir das noch viel extremer vor, diese Unternehmensberatung. Und natürlich, je länger man sich damit beschäftigt, desto offensichtlicher war, dass es einfach nur ein verdichtetes oder zugespitztes Bild von dem ist, wie die meisten von uns arbeiten, nämlich halt eigentlich immer zu viel und immer mit dem Anspruch, noch mehr zu leisten und irgendwie auf allen Ebenen perfekt zu sein und alles zu optimieren die ganze Zeit. Also eigentlich nie anzukommen irgendwo. Ja. Na, meine Tante war schizophren und das wurde schon diagnostiziert einige Jahre bevor ich auf der Welt war und ich habe sie halt nur so gekannt. Also, was heißt nur so? Ich meine, das Interessante ist ja, oder das war auch in der Recherche oft Thema und war mir auch im Film sehr wichtig, dass psychisch kranke Menschen ja nicht nur 100% kranke Anteile haben, sondern auch gesunde Anteile und wir alle wiederum auch alle kranke Anteile, die halt, wenn sie nicht so stark sind, vielleicht nicht auffallen oder nie an die Oberfläche kommen. Aber auch meine Tante hatte natürlich ihre gesunden Momente, in denen sie ganz normal mit uns geredet, gespielt hat, aber sie hat halt im gleichen Maße war sie auch unberechenbar und hat man nie so genau gewusst, wann das, was sie sagt, irgendwie wirklich so passiert ist und wann sie sich das eingebildet hat, weil sie es ja, wie die Lola auch im Film mal sagt, selber auch nicht gewusst hat. Ja? Und das ist für ein Kind schon manchmal sehr verwirrend. Und ich glaube, das hat mich schon sehr geprägt und hat schon sehr früh irgendwie, also ohne dass ich es damals gewusst hätte, dass ich mal einen Film drüber mache, aber es war irgendwie klar, das kann man nicht einfach abhaken, sondern das wird schon irgendwie als Thema bleiben. Und dann später, als ich älter war, auch ein bisschen diese Angst, werde ich auch so werden, wird das auch bei mir irgendwann so sein, weil wir waren uns offenbar optisch sehr ähnlich und dann hat man halt aber das Gefühl, sind wir uns vielleicht ähnlicher, als ich das gern will. Ja. Also ich habe eigentlich überhaupt nicht darüber nachgedacht, wenn ich das geschrieben oder gemacht habe, dass das jetzt irgendwie anders ist als meine anderen Filme. Ich denke darüber eigentlich sowieso nicht nach. Also gibt es keinen großen Plan, sondern ich mache dann immer das, was ich gerade mache und das versuche ich so zu machen, wie ich mir das vorstelle. Und von Film zu Film werde ich da kompromissloser und das ist halt, ich mache so meine Arbeit und wie dann sozusagen, was dann, wie das dann von außen analysiert wird, hab ich ja nicht in der Hand und das hat oft dann auch gar nichts damit zu tun, wie ich es gedacht habe. Ja. In dem Fall ist es eben so, dass die Geschichte so weit, also dass die Geschichte schon zu so einem frühen Zeitpunkt irgendwie da war. Ich habe halt eigentlich relativ kurz nach dem Vater, das uns lange vor Gruber geht, angefangen an diesem Drehbuch zu schreiben. Dann lag das wieder, dann kam ein anderer Film und das war irgendwie, also sagen wir so, es stört mich nicht, wenn man das so sieht, aber es ist nicht so, dass ich mich hingesetzt habe und gesagt habe, so und jetzt ist Zeit, etwas ganz anderes und sehr Ernstes zu machen. Ich muss mich jetzt auf eine andere Ebene begeben und ich muss jetzt in den Berlinale-Wettbewerb. Sondern all das ist halt, kommt aus mir und ich schreibe halt immer und mache die Filme, wo ich so einen starken Drang habe, das zu erzählen, dass ich weiß, das wird mich auch durchtragen durch diese lange Zeit des Machens und des dann da auch sozusagen so wie jetzt Vertretens dieses Films. Und es ist auch oft gar nicht so sehr am Set, sondern vorher wichtig, mich durchzusetzen und nachher wieder wichtig, mich durchzusetzen und dann nochmal bei den Plakatdiskussionen wichtig. Und zu mir hat er mal, also es gibt so ein paar Sachen, die mich so begleiten und das eine war, dass die Barbara Albert, die ich gar nicht wahnsinnig gut kenne, mal zu mir gesagt hat vor meinem ersten Film, du musst immer daran denken, jeder, der da mit dir arbeitet, denkt nur an seinen Teil. Du bist die Einzige, die den ganzen Film sieht. Und das sage ich dann auch immer wieder. Ich bin dafür verantwortlich, dass das eins ist. Du denkst jetzt gerade nur, wird irgendwer dieses Plakat scheiße finden. Das ist mir aber egal. Es muss zum Film passen. So, also es gibt so, an das muss ich oft denken. Und ich sage auch immer, dass es eigentlich 90% meiner Arbeitszeit ist Verhandlungen. Und das muss man natürlich erst lernen, dass man da wirklich auch diese Energie hat, das immer weiter zu verhandeln, bis man das kriegt, was man am Anfang wollte. Und das kostet total viel Kraft und ist auch oft sehr frustrierend. Aber nur wenn ich die Verhandlungen so führe, dann kann ich dann dort stehen am Set oder im Schneiderraum sitzen und sagen, ah, das ist so, siehst du, so gehört das.